Verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen an Bord auf unserem Flug zum Saturn! Hallo zusammen, mein Name ist Jessie und ich freue mich, dass ihr mich auch auf dieser Reise begleitet. Heute geht's zum Saturn. Kurz zur Orientierung. Wir lassen alle Gesteinsplaneten hinter uns, fliegen einmal um den Gasriesen Jupiter herum und nähern uns dann unserem Ziel, Saturn. Fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichen an. Saturn ist euch bestimmt vor allem wegen seines ausgeprägten Ringsystems bekannt. Zwar haben alle Gasplaneten unseres Sonnensystems eines, doch Saturn ist ganz klar der Herr der Ringe. Mein Schatz! Die Ringe rund um den Planeten bestehen aus Gesteinsbrocken, Eis und Staub. Diese Teilchen können einige Meter groß, aber auch Staubkorn klein sein. Und ich habe es schon indirekt verraten, es handelt sich nicht um einen Ring, sondern um viele unterschiedlich große Ringe, zwischen denen sich auch immer wieder Lücken befinden. Das Ringsystem hat einen Durchmesser von 1 Million Kilometer, ist dafür aber nur 10 bis 100 Meter dick bzw. dünn. Als Galileo Galilei 1610 Saturn durch sein Fernrohr beobachtete, nahm er die Ringe als eine Art Henkel wahr und er vermutete, dass Saturn zwei große Monde hat. Erst 45 Jahre später konnte man dank besserer Teleskope zumindest einen Ring erkennen. Anders als Galilei vermutete, hat Saturn nicht zwei Monde, sondern stolze 82. Zumindest nach aktuellem Stand. Es könnten noch so viel mehr sein. Erst im letzten Jahr beispielsweise sind 20 kleine Monde um Saturn entdeckt worden. Und damit hat er seinen Nachbarn Jupiter als Planet mit den meisten Monden in unserem Sonnensystem abgelöst. Tut mir leid. Der größte Saturnmond trägt den Namen Titan und er ist der einzige uns bekannte Mond mit einer dichten, stickstoffhaltigen Atmosphäre. Außerdem findet man auf ihm Flüsse, Seen und sogar Ozeane. Doch wenn ihr jetzt denkt, Mensch, hätte ich mal die Badebuchs eingepackt? Sie bestehen aus flüssigem Methan und sind eingebettet in eine Landschaft aus Wassereis. Eher weniger zum Baden geeignet, oder? Doch auch die kleinen Monde sind interessant. Unter ihnen befinden sich auch die sogenannten Schäfermonde. Das sind Monde, die innerhalb des Ringsystems um den Planeten kreisen und durch ihre Schwerkraft dafür sorgen, dass die einzelnen Teilchen der Ringe beisammen bleiben. Daphnis zum Beispiel fräst sich durch den sogenannten A-Ring und hinterlässt durch gravitative Wechselwirkungen eine Wellenstruktur im Ring. Der Schäfermond Pan misst gerade mal 28 Kilometer und sieht aus wie eine Walnuss. Doch kommen wir mal zum eigentlichen Star unserer heutigen Reise, Saturn. Mit einem Durchmesser von ungefähr 115.000 Kilometern ist er nach Jupiter zwar der zweitgrößte Planet unseres Sonnensystems, gleichzeitig hat er aber von all unseren Planeten auch die geringste Dichte. Seine mittlere Dichte ist sogar geringer als die von Wasser. Hätten wir also einen ausreichend großen Pool, könnten wir uns durchaus mit Saturn eine Runde auf dem Wasser treiben lassen. Es wird vermutet, dass Saturn einen festen Kern hat, der ungefähr so groß ist wie unsere Erde. Falls euch diese Größe jetzt kalt lässt und ihr euch eher fragt, wie denn ein Gasplanet, der ja
offensichtlich aus Gas besteht, überhaupt einen festen Kern haben kann, kommt hier die Antwort. Wir befinden uns oberhalb des Planeten und tauchen immer weiter in sein Inneres hinein. Während wir uns fortbewegen, erhöht sich um uns herum der Druck und der wirkt sich auch auf die Gase des Planeten aus. Sie werden immer weiter komprimiert. Also quasi zusammengedrückt. Bis sie schließlich von gasförmig auf flüssig und höchstwahrscheinlich eben auch auf fest übergehen. Saturns Atmosphäre besteht übrigens, wie bei allen vier Gasplaneten, größtenteils aus Wasserstoff. Da sich Saturn sehr schnell um sich selbst dreht, ein Tag auf ihm dauert keine 11 Stunden, kommt es in seiner Wasserstoffatmosphäre häufig zu sehr starken Stürmen. Da wir unser Ziel jetzt gleich erreichen, könnt ihr euch ja jetzt selbst ein Bild von Saturn, seinen Ringen und von all seinen vielen Monden machen. Und auch wenn ihr wieder zurück auf der Erde seid, lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick durch ein Fernglas oder ein Teleskop auf diesen wunderschönen Planeten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüssi!